Ein Waldstück bei Beelitz in Brandenburg. Im Juli wütete hier ein heftiger Waldbrand. Mehr als 200 Hektar Wald standen in Flammen. Der Beelitzer Stadtwald ist das Einsatzgebiet von Förster Martin Schmidt. Man kann hier ganz gut die verkohlten Baumstämme sehen, die äußerlich abgebrannt sind. Wenn wir jetzt auch nach oben gucken, sehen wir schon ganz viele braune Kronen. Und dementsprechend sind sehr, sehr viele Bäume jetzt auch abgestorben, wie wir das sehen können. Also die Kronen sind größtenteils braun und diese Bäume werden sich auch nicht mehr erholen. Deutschland hat 2022 ein Rekordjahr bei Waldbränden erlebt. Experten führen das auf die Klimakrise zurück. Der Trend dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Das Land Brandenburg ist von dieser Entwicklung besonders betroffen. In diesem Jahr brannte es hier auf 1411 Hektar. 3,5-mal so viel wie der Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre. Zwei Faktoren spielen dabei eine wichtige Rolle. Die wiederkehrende Trockenheit und die Tatsache, dass es hier viele Wälder gibt, die nur aus Kiefern bestehen. Aus Sicht der Förster ist es deshalb wichtig, den Wald neu zu gestalten. Der Waldumbau ist die Kernaufgabe meiner Förstergeneration. Dabei geht es letztendlich die Kiefernmonokulturen, die wir hier in Brandenburg haben, mit über 70% umzuwandeln in artenreiche Mischwälder. Wenn wir jetzt hier Laubholz drin haben, in der Mischung mit Kiefer und anderen Baumarten, dann kühlt das Laubholz den Wald, weil das eine höhere Transpirationsrate hat und durch die Beschattung der Blätter letztendlich der Wald viel, viel kühler ist und dadurch die Brandgefährdung wesentlich weniger ist als in so einem reinen Kiefernwald. Mischwald ist nicht nur gegen Brände resistenter, sondern auch gegen andere Folgen des Klimawandels wie die Trockenheit oder den Schädlingsbefall. Der Waldumbau findet in Brandenburg schon etwa seit den 90ern statt. Doch einen Wald neu zu gestalten, braucht Jahrzehnte. Paradoxerweise können Waldbrände diesen Prozess beschleunigen. Diese Fläche bei Fichtenwalde ist 2018 abgebrannt. Inzwischen wachsen hier auf ganz natürliche Weise unter anderem Robinien, Eichen oder Aspen. Genau, das ist eine natürliche Waldentwicklung, die dann im Mai 2019 eingesetzt hat. Wie gesagt, April 2019 war das noch komplett braun, eine komplette Wüste, kein grünes Blatt auf der Fläche. Und ja, jetzt 3 Jahre später haben wir da Bäume dabei, die schon über 6 Meter hoch sind. Wir müssen es als Chance verstehen, hier auf diesen Flächen genau das zu machen, was ich vorhin erwähnt hatte, nämlich vielschichtige, verschiedene Waldbestände zu entwickeln und nicht wieder rein zu verfallen nach dem Motto, wir machen alles nach Schema F, gleichförmig, einheitlich. Für die Forstwirtschaft ist es eine große Herausforderung, in einem Umfeld, das sich durch die Klimakrise rapide verändert, langfristig zu planen und einen Waldumbau, der Jahrzehnte dauert, zu beschleunigen. Aber wir müssen wirklich anfangen, wir müssen es forcieren, damit wir nicht Zeit verschenken, die wir eigentlich nicht haben, auch bei diesen langen Zeiträumen nicht haben.